Nennen Sie die Maßeinheiten für die Speicherkapazität. Nun, da haben wir zunächst mal ein Byte und das sind 8 Bits. Bits ist die kleinste Einheit. Dann haben wir ein Kilobyte. Wird abgekürzt entweder mit KB oder mit K-Byte. Und das sind dann 1024 Bytes. Dann haben wir ein Megabyte, abgekürzt mit MB oder so, MByte. Und das sind 1024 Kilobyte, KB, kann ich direkt die Abkürzung verwenden. Dann haben wir ein Gigabyte, GB oder G-Byte. Ja, gleiches Prinzip hier, ne? Und das sind 1024 Megabyte. Und dann haben wir ein Terabyte. Meine externe Festplatte hat inzwischen diese Kapazität. Da sind wir also schon. Ein Terabyte. Und das sind 1024 Gigabyte. Ja, so ist das Prinzip. Und das hört hier nicht auf. Ja, das geht hier natürlich weiter. Und wir werden auch in diese Dimensionen kommen. Na, das ist ganz klar abzusehen, dass es immer mehr Daten sein wird oder immer mehr Daten sein werden und wir hier in weitere Dimensionen kommen. Ja, aber es soll für den Moment soll das hier genügen. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden? Dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.